Im Menü Fruchtbarkeit finden Sie Grafiken und tabellarische Auswertungen zum Thema Fruchtbarkeit. Unter dem Punkt Kennzahlen finden Sie verschiedenste Auswertungen zu Fruchtbarkeitskennzahlen. Hier werden die Kennzahlen aus dem Bereich Fruchtbarkeit im ausgewählten Zeitraum im Vergleich zur Population berechnet und bewertet. Dargestellt werden der Idealbereich, das Populationsmittel, das Betriebsmittel sowie die Anzahl der Beobachtungen am Betrieb. Der empfohlene Beobachtungszeitraum beträgt 6 Monate. Durch Klick auf den Button Idealbereich ausblenden wird dieser aus der Grafik ausgeblendet. Fruchtbarkeitsindexzahlen sind Kennzahlen, die auf Herdenebene im Bereich Fruchtbarkeit berechnet und bewertet werden. Auch hier wird wieder der Idealbereich, das Populationsmittel, Betriebsmittel und die Anzahl der Beobachtungen angezeigt. Genauere Beschreibungen zu den einzelnen Bereichen finden Sie auch im Handbuch. In der Ansicht Zwischenbesamungszeit finden Sie Informationen zur Zwischenbesamungszeit. Die Zwischenbesamungszeit ist der Abstand zwischen zwei Besamungen. Die Zwischenbesamungszeit ist hier grafisch aufgearbeitet. In der Ansicht Diagnosevergleich Herde-Population werden die Anteile der Diagnosen im Bereich Fruchtbarkeit vom Betrieb im ausgewählten Zeitraum im Vergleich zur Population dargestellt und bewertet. Diagnosen im Bereich der Fruchtbarkeit können sein Scheidenvorfall, Zysten oder Zyklusstörungen. Im Besamungssticker finden Sie die wichtigsten Informationen zur Fruchtbarkeit der Kühe. Eingeteilt werden die Kühe in 3 Gruppen, vom ersten Laktationstag bis zum 63., vom 64. bis zum 100. Laktationstag und Kühe über 100 Laktationstage. Angezeigt werden die Tage bis zur nächsten Brunst. Auch die Anzahl der Besamungen der letzten und aktuellen Laktation, Fruchtbarkeitsdiagnosen, sowie die Rastzeit und die Zwischenkalbezeit. Im 21-Tage-Plan können Sie die Aktionslisten zum Thema Fruchtbarkeit gesammelt ausdrucken. Als Zeitraum werden die nächsten 21 Tage vorgeschlagen. Dieser kann aber über den Kalender geändert werden. Wählen Sie die gewünschten Listen aus und klicken Sie auf die Auswahl Drucken. Unter der Ansicht fruchtbarkeitsbedingte Abgänge werden die Abgänge der Kühe je Kontrolljahr in einem Tortendiagramm dargestellt. Im Diagramm sehen Sie die prozentuale Verteilung nach Abgangsursachen. Die fruchtbarkeitsbedingten Abgänge werden im Diagramm farbig gekennzeichnet. Sie können das gewünschte Kontrolljahr mittels Dropdown-Menü auswählen.